Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Jetzt ist es soweit. Der Virtual Reality Modus von Dirt Rally 2.0 ist offiziell erschienen und deswegen teste ich das Spiel jetzt für euch auf der Valve Index. Beachtet bitte die Leute, die mich kennen. Ich bin überhaupt kein Racing-Enthusiast. Also ich kann die Physik und alles natürlich nicht beurteilen, aber ich kann euch sagen, wie es aussieht und euch es vor allem zeigen. Ich bin der Voodoo, bei mir gibt es alles zum Thema Virtual und Augmented Reality. Also abonniert mich, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Danke an meine offiziellen Patreon-Sponsoren, Woodghost VR, Oppermann Events, Peter Wasmeier und Cyronix. Viel Spaß mit dem Spiel und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ja, wir sitzen jetzt hier in dieser Karre drin und das... Also ich habe tatsächlich die Grafik volles Rohr hochgestellt und ja, das, das merkt man auch. Also es läuft nicht vollends flüssig. Aber wir gucken mal jetzt. Boah, ey, geil. Rechts halten, Übersprung maybe, in 6 links, 30, 4 links, in 1 also rechts verdeckt. Ich muss halt langsam fahren, ne, weil ich halt ein Noob bin. Boah. Scheiße. Für 80. 4 links verdeckt. Nein. 30. 5 links. Um Gottes Willen. 60. Über Wellen. Achtung. 1 links verdeckt. Reifenschaden vorne rechts. Was? Tschüss. Geht der noch? Funzt das Auto noch? Ne, ich denke nicht, ne? Warte, Rückwärtsgang. Okay, es klemmt. Jetzt. In Kehre rechts, verdeckt eng. Boah, ist das übel. Ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt hier links, 30. irgendeinen Anspruch darauf habe, das zu können. Ich will euch ja nur mal zeigen, dass das jetzt in VR funktioniert. Drei links, in 2 rechts, mach zu. Mach zu! Boah. Sorry Leute, ich kann hier nicht durchrasen. Das ist viel zu schwer für mich. 30. Cut. 3 links lang. Mach zu. In Kehre links verdeckt. Krass! Ist auf jeden links Fall echt abgefahren. 30, Achtung, don't cut, 4 rechts. Was die ganzen Begriffe bedeuten, weiß ich leider nicht. 4 links in 1 rechts. Ihr wisst ja, ich bin kein Rennspiel-Fanatiker. Trotzdem ist das schon geil, hier drin mal zu sitzen. 4 links, rechts halten für 30, Achtung, kehre links verdeckt. Geil, das ist, also das ist schon... In Kehre rechts verdeckt. Oh. Macht auf, genau. Macht das mal auf. In 4 rechts, in Kehre links verdeckt weit. Macht auf. Hier lang. Komm schon. Ich weiß nicht, Kehre rechts weit, wie schnell ihr hier lang fahrt immer. Aber ich muss hier wirklich langsam machen. In 3 rechts über Geilomat. In 4 links, in 1 rechts. Aber warte mal, wir gucken uns mal eben an, wie das hier aussieht. Also ich will jetzt keine Bestzeit oder so erreichen. Also wir können hier wirklich, seht ihr das? Ich hoffe, ihr seht das auch. Ne? Ja, ihr seht das auch. Wir können hier wirklich überall rumschauen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr geil ist das natürlich. Aber wisst ihr, was mich wundert, dass das... trotz der hohen Grafikeinstellung so gut läuft. Ne? Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Also klar, man merkt, ich habe jetzt keine 90 FPS. Rechts halten für 30. Aber ich finde es beachtlich. 3 links lang, mach zu 2. Oh. Macht auf über Kuppe. Über in Kuppe. 5 links. In schon. 4 rechts. In jetzt mal ein bisschen schneller, komm schon. Lang, wellig, schneller. 30. Das ist voll Spaß. Langsam, 2 rechts lang, mach zu. Nein. Kehre weit. Fuck.
nein, nein. Also ich habe übrigens das Logitech G27 und logischerweise fahre ich Automatik, weil sonst ist es, glaube ich, ganz vorbei bei mir. Das mit Schaltung ist, glaube ich, nichts für mich. Über böse Wellen kehre rechts verdeckt. Oh, oh, oh. Da geht es tief runter, glaube ich, an der Seite. Oh. 30, nein, 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 nein. 6 rechts, bremsen, bremsen, 50. Bremsen, bremsen. Guckt nicht. Hey, ihr sollt mich fotografieren, nicht die Landschaft. Achtung, rechts halten. Don't cut. 5 links. Don't 30. Cut? Was für ein Ding? Oh, nein, nein, nein. Kuppe und 1 links lang, mach zu, kehre links. Das ist schon irgendwie geil. Das Doofe ist, ich habe genau vor einem Tag meinen Tisch schon abgebaut, wegen meinem Umzug. Und jetzt muss ich das auf so einem blöden Plastiktisch, da hängt das Lenkrad so ein bisschen verkorkst dran, das ist sehr, sehr schade, aber so ein Glück habe ich natürlich immer. Über Kuppe und Welle in 1 rechts, mach zu. Bäm! Oh, habt ihr das? Oh, die Tür ist kaputt. Ist egal, wer braucht schon eine Tür? 50 über Wellen, 2 links, mach zu. Drei links, 30. Mir ist übrigens sehr bewusst, dass ich das hier nochmal besser anpassen müsste, wo das Lenkrad ist und so und alles. Aber im Moment habe ich halt einfach keinen Platz mehr. Das geht alles nicht. Rechts halten für 50. Aber mir macht das trotzdem sehr viel Spaß hier. Fünf rechts lang, macht geil. Auf, 80. Wellen und Sprung in 6 links. Oh, Sprung, ja. In langsam, oh, scheiße, 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 scheiße. Sehr lang, über Kuppe, macht zu, so, jetzt Gas, rechts, Gas. Don't cut. Langsam, langsam, langsamer. Bremst doch, nein. Boah, das war knapp. 50. Kuppe und 3 ja, wie lang links, geht denn diese Strecke? In 4 rechts. Achso, man kann übrigens auf Escape die VR an sich zurücksetzen. Aber das ist jetzt gerade etwas schlecht. Gabel 4 links lang, mach zu. 30. Oh, nein, 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 nein. Halten über Kreuzung. War knapp. In 4 links und don't cut, 3 links in 1 rechts. Also ich glaube, Leute, dass ihr hier dran Spaß haben werdet. Aber das ist ja natürlich jetzt immer interessant, wie so ein Rennprofi. Also es gibt ja so viele Simulationsfans und Rennsportfreunde in unter euch, links, die ihr den 50. Realismus von diesem Spiel beurteilt. Das würde mich sehr interessieren. 6 rechts. Also wenn 30. ihr das schon gezockt habt, dann wäre es doch mal toll, wenn ihr mir das mal schreibt in die Kommentare. Sehr lang, macht auf, macht zu 1. Die Motorleistung lässt anscheinend nach. Was? 50. Wie die Motorleistung lässt nach? In 4 links. Das finde ich aber nur mäßig geil, wenn die nachlässt. Ja gut, ich habe das Auto aber auch schon viel, nein, 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 fies gefoltert. Lang, macht auf. 30. Also übrigens ist das auch natürlich das erste Mal, dass ich diese Strecke hier zocke, ne? Nicht, dass ihr meint, ich hätte schon mal irgendwas von diesem Spiel gezockt. Nein, nein, nein. 60 Wellen in 4 rechts. 30. 1 rechts lang. Macht auf. Nein, 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 mach nicht auf. 4 rechts lang. In 3 links. Don't cut. Und rechts halten. 30, kehre links, weit. Langsam, 4 rechts. Wie langsam? Lang, mach zu, 2, in 2 links. Also, das ist natürlich schon abgefahren, muss ich macht sagen. Auf 30,
6 links über Kuppe, 50. 2 rechts verdeckt, in 3 links, don't cut. Oh nein, 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 bremst, 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 bremst. Oh nee, Leute. Puh, ist die Achse noch dran? Ich bin mir nicht sicher. 2 rechts verdeckt, small cut. In 2 links lang, mach zu. Oh. 2 rechts lang, macht auf, mach zu, kehre rechts, mach zu. In 1 links, mach zu. Macht auf lang, in Abzweig, 1 rechts, don't cut. So, und jetzt mal, ich muss das Lenkrad festhalten. Ich zeige euch jetzt mal was. Und zwar hier kann man jetzt an sich zurücksetzen. So, so ich kann jetzt zum Beispiel hier. So, und jetzt auf Escape. So, und jetzt sitzen wir ein bisschen anders hier. Wir können aber auch einfach quasi die Position von dem Sitz hin und her bewegen. Dafür können wir die Tasten belegen. In 2 links lang, mach zu, macht auf. Jetzt fühle ich mich irgendwie, als wenn ich viel zu hoch wäre. Aber eigentlich sehe ich jetzt ein bisschen besser, in oder? In 2 links lang, mach zu. Ja doch, ich glaube. Oh shit! In 1 rechts lang, mach zu, kehre rechts. Wow! 30, 1 links lang. Oh shit. In 6 links, sofort kehre rechts. Sofort. Macht auf 4 rechts lang. Über Kuppe Welle. Achtung 30, 1 rechts. Ja, ja. Ich glaube, da ist gleich das Ziel. Zumindest an der Seite der Strahl. Sagt das aus. Kehre links. Oh. In 6 rechts. Mir ist klar, dass ihr die Strecke wahrscheinlich in einem Zehntel von der Zeit oder noch schneller schafft. Links aber für 50, 4 rechts eng. 30. Das macht nichts. Ich bin froh, dass ich überhaupt ans Ziel komme, wenn überhaupt. 3 links über Welle in 2 rechts. 20. Die Motorleuchte ist an. Pass auf. Wie die Motorleuchte ist an. 1 rechts lang, mach zu. In 5 links. Komm, das schaffen wir da wohl jetzt noch. Bevor die Karre abraucht. In 4 rechts lang über Kuppe. In kehre links. In oh je, ich glaub, 4 rechts lang. Der tuckert auch schon so komisch. In ich glaube, das Ding explodiert lang, gleich. Mach zu über Kuppe. Über Ziel 30. Über Sprünge 4 links in 4 rechts bis Stopp. Gut gemacht. Boah, Leute. Oh, irre, 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 oder? Strafe? Weiß, ich war doch voll gut. Nein, Quatsch. Ist natürlich erbärmlich, ganz klar, aber geil ist es auf jeden Fall, oder? Also, ich zocke jetzt auf meinem englischen Kanal noch eine andere Strecke. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch mal reinschauen. Ansonsten gehen wir mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Puh, ja Leute, das war Dirt Rally 2. Ich bin etwas durch. Aber ich muss sagen, also ich will mir überhaupt nicht anmaßen, dieses Spiel zu beurteilen, weil ich überhaupt kein Rennprofi bin. Ne? Ich kann nur sagen, was ich jetzt empfunden habe. Ich fand's cool, es hat Spaß gemacht. Und es ist erstaunlich flüssig gelaufen. Aber ihr müsst natürlich dazu bedenken, ich habe eine 2080 Ti und eine 9900K CPU. Die ist natürlich sehr, sehr gut. Und deswegen müsst ihr natürlich bedenken, wie das bei euch läuft. Das weiß ich natürlich nicht. Aber mich würde es halt mal interessieren, wie ist das jetzt für euch? Für Rennprofis, ist das Spiel realistisch? Habt ihr euch das so vorgestellt? Ich finde, man kann es gut in VR zocken. Hat Spaß gemacht. Und wir sehen hier, da steht nur die Index und die Vive. Kann man ja nicht vorstellen, dass es mit anderen Brillen nicht laufen sollte. Könnt ihr auch mal runterschreiben, wenn ihr es schon mit der Rift oder so probiert habt. Das wäre cool. Ja, ansonsten
Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, kostenlos, dann tauscht euren Amazon-Lesezeichen-Link durch meinen aus oder bestellt eure Amazon-Sachen einfach über den Link, den ihr unter dem Video findet. Oder supportet mich monatlich, sodass ich mein Studio noch schneller und besser umbauen kann. Über Patreon monatlich, das wäre natürlich noch geiler. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.